Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider entscheidet die UEFA ja nicht auf der Basis der karnevalesken Fähigkeiten der Rednerinnen und Redner im Landtag von Nordrhein-Westfalen, denn ich wäre mir sicher, dann hätten wir die Sache im Sack. Aber es geht ja hier nicht nur um humoristische Einlagen, auch wenn ich, da sind Sie auch genauso berechenbar, Herr Müller, ich mir schon dachte, dass es hier ungefähr in diese Region gehen würde. Natürlich sind wir ein Fußballland und wir können auch große Turniere. Und Sie haben gerade schon auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hingewiesen. Und dort hat Nordrhein-Westfalen mit den Spielorten Dortmund, Gelsenkirchen, Köln gezeigt, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag zum Sommermärchen geleistet haben. Aber, weil Sie es auch schon angesprochen haben, dieses Sommermärchen, und das ist breit diskutiert worden in den letzten Wochen und Monaten, hatte eben auch Schattenseiten. Und nach wie vor ist der Korruptionsskandal, der sich um die Vergabe des Sommermärchens rang, nicht aufgearbeitet. Und das trägt zu einem erheblichen Maße zur Glaubwürdigkeitskrise des organisierten Sports bei. Und es trägt auch dazu bei, dass die Unterstützung durch die Bevölkerung gesunken ist in den letzten Jahren. Das sieht man an den gescheiterten Bürgerentscheiden bzw. an den erfolgreichen Bürgerentscheiden zu den Bewerbungen für Olympische Spiele. Das heißt, das, was Sie so vollmundig als ganz kleines Karo bezeichnen, ist doch das, was die Menschen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in ganz Deutschland wollen und was sie ehrlich gesagt auch erwarten können, dass man ihnen eine Bewerbung auf den Tisch legt, die nicht allein mit dem Fanschal irgendwie gestrickt ist, sondern die auch Hand und Fuß hat und die Good Governance-Kriterien und Transparenzkriterien auch mit beinhaltet, um dieses verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen oder immerhin deutlich zu machen, dass man willens ist, das zu tun. In Ihrem Antrag, den Sie als ganz großen Wurf für das Sportland Nordrhein-Westfalen hier abfeuern, kein Wort dazu. Sie wollen einfach nur ins Stadion, das sei Ihnen gegönnt, aber das ist aus meiner Sicht zutiefst unpolitisch. So, und dass wir das auch in Nordrhein-Westfalen können, haben Sie ja auch in unserem Antrag gelesen. Sie haben es nur irgendwie nicht so richtig zur Kenntnis nehmen wollen. Der LSB macht es doch vor, dass man sich auch als Sportgroßorganisation selbst verpflichten kann zu den Grundsätzen guter Verbandsführung. Und dieses vorbildliche und wichtige Signal für mehr Transparenz sollte doch die Blaupause sein für eine deutsche Bewerbung, für die Arbeit des DFB und eines möglichen OKs. Und das sollten wir von denen auch erwarten können. Das sollte eine engagierte Sportpolitik auch einfordern. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, unserem Antrag auch zuzustimmen. Ich weiß, Sie werden gleich sagen, können Sie alles nicht machen, weil wir nicht auf Sie zugekommen sind. Ich möchte mal sagen, wann sind Sie eigentlich auf uns zugekommen, dass wir Ihrem Jubelantrag beispringen sollen? Ich kann es Ihnen sagen, Ihr Kollege ist auf mich zugekommen, gestern nach der Sportausschusssitzung, da war der Antrag von uns schon eingereicht und hat gesagt, ach Mensch, wollt ihr nicht da noch drauf? Das halte ich nicht für irgendwie kooperatives Verhalten. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Nachhaltigkeit, sowohl mit Blick auf Natur als auch mit Blick auf die Finanzen, müssen wir in den Blick nehmen. Und das sind wichtige Aspekte und steigern die öffentliche Akzeptanz und ehrlich gesagt steigert es auch die Vorfreude. Und wir haben die Infrastruktur, die haben wir noch aus den Jahren 2006. Wir haben sehr gute Stadien, wir haben auch eine Verkehrsinfrastruktur, die, das will ich Ihnen gerne zugestehen, sicherlich ausbaufähig ist. Und eine erfolgreiche Bewerbung gibt die Chance, um da noch mal einen Push zu bekommen für eine Verbesserung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Ich finde Ihren Vorschlag auch durchaus bedenkenswert, dass der Ausrichter sich an der Finanzierung beteiligen sollte. Allein mir fehlt der Glaube, denn zu den Kosten, die dafür angesetzt werden, sagt das IOC, sagt UEFA, sagt FIFA jedes Mal, also wir haben uns ja bei der Finanzierung beteiligt, aber die Infrastruktur, die hat das Land zu stellen. Das kann man kritisieren mit Fug und Recht, da gebe ich Ihnen an der Stelle auch recht. Allein mir fehlt eben der Glaube, dass es auch die Stärke gibt, Sie da in die Verpflichtung zu nehmen. Wir haben die Infrastruktur und wir haben übrigens in Deutschland auch schon mal gezeigt, dass man mit Nachhaltigkeitsaspekten neue Impulse setzen kann. Ich erinnere mal im Zusammenhang mit der WM 2006 an die Kampagne Green Goal. Das war das erste innovative Umweltkonzept, was überhaupt jemals bei WMs durchgeführt worden ist. Damit hat Deutschland Maßstäbe gesetzt und daran anzuknüpfen, das ist doch nur vernünftig, das ist doch nicht irgendwie ganz kleines Karo, sondern es ist anständige Sachpolitik. Und ich finde es schade, dass Sie das hier tatsächlich nur zu einer Büttenreden- und Fanveranstaltung gemacht haben, anstatt anständig darüber zu sprechen, wie man eigentlich Akzeptanz, Transparenz und ein Ende der Korruption hier auch noch mal deutlicher machen kann. Also kurzum, ich bin ja nicht gegen das hehre Ziel. Wir möchten das alle gerne, denn wir erinnern uns gerne daran, wie schön es gewesen ist im Jahr 2006 oder auch im Jahr 2011, als auch die Frauen ihre Fußballweltmeisterschaft hier ausgetragen haben. Wir sind ein innovatives Sportland und ich glaube, mit den Dingen, die wir hier aufgeschrieben haben, in unserem Entschließungsantrag, wenn das auch in der Bewerbung umgesetzt wird, dann sind wir auch ein vorbildliches Sportland mit einer vorbildlichen Bewerbung und darin liegt auch die eigentliche Chance dieser Bewerbung. Vielen Dank.